Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Operation Portal Recon, das Bewerten von Portalen in Ingress. Aber auch Pokestops, je nachdem, in welchem Land es freigeschaltet ist. Aber aktuell gab es noch keine weiteren Nachrichten, dass es überhaupt wieder aktiv ist. Finde ich etwas komisch. Wir schauen uns gerade kurz mal die Statistik an. Die sah vor dem Wochenende wirklich gut aus. Schöne hohe Zahlen, also besser als die anderen Tage. Ja, der Samstag wesentlich niedriger, der Sonntag dann wieder etwas höher. Dann nochmal kurz die Statistik, um zu sehen, hat sich hier jetzt was geändert? Ich weiß die Zahlen leider nicht auswendig. Müsste man sich im vorigen Video einfach mal ansehen. Gut, wollen wir mal ein paar Portale anschauen. Was kriege ich hier? Ich kriege ja immer nur, ich kann es mir ja nicht aussuchen, ich kriege einfach irgendwas. Ein Bahnhof, ja. Es geht um die Beschreibung. Oh, toll. Keine Ahnung. Nee, der Ortsname steht dort nicht. Wird dieser Ort mit Bindestrich geschrieben? Nicht unbedingt. Eigentlich braucht man da gar keine Minuszeichen dazwischen. Ich nehme einfach das erste. Das ist jetzt gehopst wie gesprungen. War das überhaupt der Titel oder war das die Beschreibung? Ich habe gar nicht richtig hingeguckt. Ein Kreuz. War bis jetzt immer im Portal, soll auch immer so bleiben. Dieses Kreuz ziert den Eingang zum Friedhof. Es wurde errichtet von der Gemeinde Humes bei Ippelhorn. Born. Okay. Ja, das würde theoretisch passen. Titel ist okay. Kulturell, ja. Orte, wo man beten kann, sind Portale, steht in den Richtlinien. Optisch einzigartig, gehen wir mal 4, könnte man sogar fast mehr machen. Kann man das hier sehen? Eventuell, wenn der Schatten anders gefallen wäre, würde ich sagen, hätte man es tatsächlich sehen können. Steht nicht mitten auf dem Friedhof, das passt auch. Ich kann den Ort nicht hundertprozentig bestimmen. Ich weiß aber, dass man den sicher erreichen kann. Da ist ein Fußgängerweg, das kann ich genau erkennen. Die Straße ist sehr interessant eingezeichnet. Dann gebe ich hier noch Kreuz an und dann geht's ab zum nächsten. Ein Brunnen. Das sind bisher auch immer Portale gewesen, von daher sehe ich da überhaupt kein Problem. In Freudenstadt. Okay. Ich habe gedacht, die hätten da an der Stelle schon wesentlich mehr Portale. Der Titel ist in Ordnung. Kulturell. Und optisch einzigartig. 3. So. Ist denn der Brunnen hier sichtbar? Wahrscheinlich nicht. Liegt wahrscheinlich auch zum Teil an dem Schatten. Und leider ist das Bild auch im Dunkeln aufgenommen worden. Es könnte vom Platz her passen. Aber man kann es nicht zu hundertprozentig erkennen. Also 3, aber sicher erreichen kann man es auf jeden Fall. Ich nenne das Ding dann noch einen Trinkbrunnen und absenden. Der Kunstpfad, auf jeden Fall eine Infotafel. Wahrscheinlich zu einem quasi Wanderweg, was richtig gut ist. Titel kulturell auf jeden Fall. Optisch einzigartig. Ja. Der Standort stimmt zu 100%. Das kann man auch sicher erreichen. Fehlt noch etwas. Informationen tatsächlich.
Und dann geht es noch eins weiter. Oh, das ist schwierig. Es ist Kunst, ja, aber das sieht nach Privatgelände aus. In Rottweil. Das sieht wieder lustig aus. Die Portaldichte sieht interessant aus. So, schauen wir doch mal hier rein. Würde mich ja nicht wundern, wenn es eigentlich auf der anderen Seite ist, da wo die Schule ist. Interessant, wie hier drei rote Autos hintereinander stehen. Man kann nicht erkennen. Ah, Realschule, Gymnasium, okay. Gesundheitsamt, ja. Es ist zwar kein Kindergarten eingezeichnet, aber ich muss vermuten, dass es so ist. Also ich vermute, das ist privat. Und wenn wir jetzt mal hier reinschauen, Ort. Privates Wohngelände oder Bauernhof. Absenden. So, das nächste. Ah, sehr schön. Spielplatz. Wasserstoffatome zum Klettern. Cool. Das müsste man mal den Kindern erklären. Und, ah, aber übrigens, das ist in München. Das ist in München. Titel. Kulturell auf jeden Fall. Optisch einzigartig, finde ich auch. So. Das Problem ist nur, der Spielplatz ist von dieser Straße aus nicht erkennbar. Das ist aber meistens so. Ja, der Standort stimmt auf jeden Fall. Es ist im Wohnviertel normal. Spielplätze sind nicht immer direkt an der Straße, was auch gut ist. Ich würde sagen, das passt. Wieder ein Kreuz. Ja, Jesuskreuz passt. Titel kulturell, optisch einzigartig. Hätte man fast sogar mehr machen können. So, kann man das Ding hier irgendwie noch drehen? Ich könnte mir gut vorstellen, dass das Kreuz da ist, aber diese blöde Markierung ist immer im Weg. Da wäre es jetzt gut gewesen, wenn es jetzt woanders wäre. Ah, jetzt hier. Ja. Okay, passt. Wieder zurücksetzen. Zurücksetzen. Stimmt zu 100%. Kann man sicher erreichen. Ist ein Kreuz. So. Vielleicht noch zwei Stück. Das ist sehr, sehr schön. Das ist ja tatsächlich ein Stromkasten. Also zumindest sieht es danach aus, weil nebendran ist eine Stromsäule. Kuss dem Fisch. Naja, küss den Fisch hätte jetzt vielleicht besser gepasst. Dieses auf den Verteidigungskasten befindliche Kunstwerk stellt ein Mädchen am Wiesensee dar, die einen Fisch küsst. Nein, echt? Fische sind ein Zeichen des Ortes. Zusätzlich findet hier oben einmal im Jahr ein Abfischfest statt. Neben dem Verteilerkasten befindet sich eine Ladestation für Autos. Schön. Auf jeden Fall. Titel ist okay. Kulturell, weil Kunst. Optisch einzigartig, finde ich auf jeden Fall. Hat was. Kann man das Ding hier erkennen? Bin mir unsicher, ehrlich gesagt. Doch, passt. Und zwar kann man das an dem Hinterteil kann man das richtig gut erkennen. Das ist dort.
Also ich kann das erkennen. Ich nenne das einfach Wandbild. Auch wenn es keine Wand ist. Aber Verteilerbild oder Verteilerstromkastenbild gibt es nicht. Eine Statue. Die sieht sehr gut aus. Sie scheint auch öffentlich dazustehen. Moment mal. Stahlmännchen. Können wir das bitte noch in groß ansehen? Ah, ne, ist eine andere Figur. Okay, passt. Ja, definitiv ist das eine andere Figur. Der Titel, kulturell, optisch einzigartig, hätte ich jetzt gesagt, trotzdem 5 Sterne. Erkennen kann ich es nicht, ob es da steht. Sicher erreichen kann man es. Und dann ist das eine Statue. Weil eine Bronze gibt es, glaube ich, nicht. Statue. Weil ich glaube, es ist eine Bronzestatue. Komm, eins noch, aber dann ist Schluss. Wie im letzten Video. Ich sag eins noch und dann ist Schluss und dann kommt die Abfrage. Na gut. Leider eine Bearbeitung, ein Wegweiser. Elzach. Und dann auch noch sowas. Ah, das ist immer schwer. Okay. Dann haben wir die Ecke schon mal angeguckt. Dann diese Ecke hier. Wie alt sind die Satellitenbilder? Ich habe keine Ahnung. Absenden. Startseite. Nochmal die Statistik aufgerufen, damit ihr das nochmal sehen könnt, dass die Anzahl der Gesamtportale, könnt ihr dann sehen, dass es sich geändert hat. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hinterlasst mir eine Rückmeldung, damit es das Format weiterhin geben wird. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Schaut in der Videobeschreibung vorbei und bis zum nächsten Mal.